Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Heute in einem bisschen mehr casualigen Auftakt. Ist natürlich gerade die Waffe gezogen, weil ich nicht tun wollte. Ja, wir können auch mal direkt nachladen, natürlich. Und ich habe in der letzten Zeit unglaublich viele andere Sachen gespielt. Insofern merkt man auch direkt, die Steuerung ist nicht mehr im Geiste. Ja, es ist eine gute Weile seit der letzten Aufnahmesession vergangen. Versuche mich gerade an irgendwelche lustigen Sachen zu erinnern. Genau, es gab einen Hinweis darauf, auf das Mädel. Ich habe wohl eine Pocket Secretary gelesen, in dem es um ein bestimmtes Mädel ging, wo ich mich gefragt habe, hey, in einem anderen Bereich, hey, was hat es hier mit an sich, auf sich? Und wir haben ja das letzte Mal die nötigen Infos im Endeffekt gefunden, um uns mit dem lieben Herrn hier auseinanderzusetzen. Also nicht wundern, falls ich irgendwie steuerungsmäßig ein bisschen verkacke. Sehr viel Dynasty Warriors und Final Fantasy 15 und Pokémon zwischenzeitlich. Auch wenn Pokémon nicht auf einer Konsole ist. So, also, wir können hoch. Aber die Sache ist ja, ihn quasi auseinanderzunehmen, indem wir... Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. So, wir können diese lustigen Funkgerät-Dinger installieren, um ihn zu schwächen. Und zwar zum Beispiel hier. Das wäre Nummer 1. Nummer 2 ist, glaube ich, hier geradeaus. Das heißt, wir müssen hier vorrennen, Nummer 2 installieren. Und Nummer 3 ist da hinten, wenn ihr euch erinnert. Müssen wir mal kurz warten, bis die Kamera uns ignoriert. Werden wir auch nochmal. Da, genau, Quests. Side Missions, Confront, Apartment, Travel, Behind Bags, Neon Lights. Cult of Personality. Install the Signal Scrambles. Genau, wir können das Signal scramblen. Aber das Wichtige im Endeffekt bei dem Ganzen ist ja auch, dass er vor seinen Leuten hier verkackt. Also dass es keine gewaltsamen Aufbruch gibt, dass er nicht durchdreht, sondern dass er einfach merkt, so, oh shit, ich habe hier keine Chance mehr. Deswegen... Jetzt kann man gucken... Ah ja, genau, wir haben ja keinen Zugang zu unseren Fertigkeiten. Aber ich überlege gerade, wo das dritte Fimpelchen ist. So. Okay, ich gucke jetzt einfach mal, was das dritte Fimpelchen ist hier. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal rausgefunden. Hier hatten wir die ersten beiden schon installiert. Genau. Signal scramblen und dann einfach schauen, wie es im Endeffekt weitergeht. Dann ihn halt ansprechen, sodass wir dementsprechend auch dann die richtigen Konversationshilfen bekommen über unser Implantat. So, ich bin heute. Mir fehlen heute die Worte. Schrecklich. Ich habe mittlerweile auch die ersten 10 Folgen Final Fantasy gespielt. Final Fantasy 15. Und es macht verdammt viel Spaß, muss ich schon zugeben. Ja, ja, Snooping, Symptom, Trouble Soul. Ist okay, Kleines. Ist okay. So. Ernsthaft? Obwohl wir sogar wenn wir hier sind. Ich glaube, das ist kein guter Start gerade. Geht auf jeden Fall nicht ordentlich schön durch. Ja,
für diejenigen, die es nicht mehr bekommen haben, Final Fantasy 15 angefangen, die ersten paar Folgen sind ja auch schon draußen. 20 werde ich, so wie es aussieht, machen. Kein Playthrough. JRPG-Playthroughs gehen mir einfach zu lange. Obwohl das ja auch nicht so viel kürzer sein wird. Nee, es wird kürzer sein. Ich bin nervig, wenn es nicht kürzer sein würde. Chill. Chill, chill. Chill, chill, chill. So. Die Kamera hat uns nicht gesehen. Wir müssen aber trotzdem nochmal raufklettern. Wo ist der Container? Da ist der Container. Ha! Verdammt. Geht doch. So. Kurz warten, bis die woanders hinguckt. Ist okay. Ist okay. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Immer mit der Ruhe, junger Mann. Immer mit der Ruhe. Nichts, mein Freund. Ich habe nichts dabei. Ich will dir nichts Böses. Chillax. Kurz mal hier noch abspeichern. Weil dann kann ich jetzt nämlich so durchrennen. Und mich hier verstecken. So. Also hier hinter wird sie mich nicht sehen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, reveal Richard to the others. Dementsprechend ihn vor der Gemeinde bloßstellen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir sehen jetzt auch, wir haben unsere Fähigkeiten, dieser blinken, lustige Rahmen drumherum ist nicht mehr vorhanden. Und wir stürzen uns in die verbale Schlacht. The skeptic, he continues to cloud the room with questions, with doubts. He contributes nothing. He may say nothing. I'm gonna say a few things, whether you want me to or not. So Casey is on to talk about Richard. Now that we can finally talk. Why have you? What is it that offends you so much about our attempt to construct something better? You mean you're blinken die Dinger auch ordentlich? Amplifying your hypnotic techniques with some kind of social enhancer, keeping people from talking back, from questioning you. I don't think you understand. Please, these people want to be here. Er reagiert am meisten auf Beta. Das Assistant Crew Manager. Condemn is Alpha. Pity is Beta. Wir nehmen Beta. How ugly must the world have looked to you to go to these lengths? To actually believe that this was some kind of alternative. We chose to start over. To escape what society had become. What it was turning us into. You may not understand, but they do. No, I understand. You sought out people who were vulnerable. People like you, who had reasons to run away. Who do you think they are? There are no missing persons reports. I didn't rip them from warm meals and bamboo linen. For those who wander the sewers at night in search of answers and alternatives, this is as good as it gets. No more hiding, no more running away, no more feeling abandoned. Yeah, oh my god. They need eindeutig. They need somewhere to feel welcome. And the ones you don't welcome, those who try to question or resist, like Viznik, like me, you have no problem rejecting them, threatening them, installing gun turrets to ensure they can never pull back the curtain. The guns exist only to protect the ideal. Even the most peaceful communities must be prepared to defend themselves. This isn't a community. It's a magic trick. You've been hypnotizing people, selling them on some fantasy of what you wish the world was like. He tricked us? I don't understand. None of it meant anything. Please, don't leave. He can undermine me all he wants, but he can't change what it's like up there. The decommissioning, the segregation. They will round you up and catalog you. They will do worse. Darum geht's halt, ihm die Leute jetzt wegzunehmen, damit er keine Macht hat. Mitigate. Ich glaube, am ehesten würde er auf Omega anspringen. People need to be guided. Now more than ever.
All these things you're trying to run away from, trying to pretend away, no one should have to face them alone. But this isn't guidance. This is just replacing one totalitarian nightmare with another. I went too far. So, und er gibt quasi von sich selbst aus, wir sehen positiver Feedback. By a few thousand miles, yeah. And it's time to turn around now, Richard. Time to shut all of this off. So, und wir haben ihn halt nicht ausgeliefert, wir haben ihn nicht zerstört im brutalen Sinne, sondern wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, von sich aus im Endeffekt selbst aufzugeben. So, er hat zugegeben, er hat Scheiß gebaut. Und dementsprechend das von sich aus jetzt mehr oder weniger beendet. So, auch einen fetten Haufen Erfahrungspunkte bekommen dafür. Sie ist jetzt fast in den Lauf gestiegen. So. Wir wollen aber trotzdem rein, bestenfalls mit ihm quatschen. Haben aber noch immer keinen Schlüssel. So. Mal schauen, ob man jetzt die Sachen mal sehen, ob man mit ihm quatschen kann. Und er einem jetzt von sich aus die Tür aufmacht. Das wäre halt nicht übel. Nope. Sieht sehr stark danach aus, dass er aber aufgegeben hätte. Also komplett. Mit allem drum und dran. So. Aber, wie gesagt, ich hätte schon gerne Zugang. So, um meinen Satz zu vollenden. So. EMP. Das Ding ist grün, das heißt, er hat die Tür aufgemacht. Das ist es nicht. So, wir schauen uns aber auf jeden Fall erstmal um, bevor wir irgendwas machen. Breach Software, das ist immer gut. The more, the better. So, haben wir da Salvo, Stem Processor, sehr schön. Hacking, Hacking. Und wir schauen uns mal an. Er sitzt da und heult, wie man sieht. So. Turret Domination required to use these options. Okay, wir können die Turrets auf jeden Fall nicht ausschalten. Ich habe gehofft, dass wir die Kameras ausschalten können. Das wäre nicht übel gewesen. So, Battle Rifle, jede Menge Kram, den wir verkaufen können. Und ja, an sich gesehen, meine Güte, es stimmt ja, es war ein Zaubertrick. Es war ein böser, böser Zaubertrick. Die Tür sollte ich vielleicht zumachen. Einfach mal zur Sicherheit, ich weiß nicht. Auch wenn die Turrets, hoffe ich jetzt mal, aus sind. Gerade mal schauen. Ah, Battle Rifle. Tranquilizer Rifle. Also im Endeffekt ein Sniper. Nur halt. Deadly. So. Schnappen uns natürlich dein Credit Chip. Dein Buch. Das brauchen wir für ein Achievement. Battle Rifle Ammo, mit der du uns dann sehr wahrscheinlich angegriffen hättest. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt heulend zurücklassen muss, mein Freund. Crafting Parts, sehr gut. Aber hier gibt es noch wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel mit einer Knarre in der Hand rumrennen und vergessen, wie man sie wegsteckt. Das ist eine sehr wichtige Sache. So, was haben wir hier so Schönes? Das ist ein Lookout Port. Ja. Das ist einfach nur ein Fensterle. Draußen, hier gibt's. Oh, warte, doch, da gab's doch gerade. Na, ja, komm, Crafting Parts. So. Gott, bin ich blind heute. So. Und hier war die andere Tür. Ich glaube nicht, dass es hier. Oder gibt's hier noch was Interessantes? Movable Steam Drum, Steel Drum, nicht Steam. Ja, gut. Ah, doch, hier
hier gibt's was. Das ist noch die Frage, ob ich da drauf komme. So, Steel Drum ist hier. Drauf da. Und. Nee. So nicht. Aber es sieht so aus, als ob ich hier oben drauf kann. So. Oh, 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 oh. Geh da hoch. Ist also die Frage, gibt es hier oben irgendwas Interessantes? Sieht auch nicht wirklich danach aus. Schade. Ich habe gehofft. Ich habe gehofft. Ich würde echt gerne wissen, wie man Waffen wegsteckt. Ist immer dasselbe. Ich fange das Spiel an und das erste, was ich vergesse, ist, wie man eine Waffe wegpackt. Ja. Steht hier auch nicht wirklich. Ne? Ist ein bisschen doof. Ich glaube, es ist. Viereck und L2. So, nicht L2 und Viereck, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Okay, dann gibt's hier wohl nichts mehr und wir haben jetzt noch die Möglichkeit, mit ihm zu quatschen, die Quest im Endeffekt jetzt komplett abzuschließen und zu schauen, ja, eigentlich welchen Weg das jetzt nehmen wird. Kurz nochmal abspeichern natürlich, immer auf Nummer sicher gehen. Ihr seht, gut 2 Monate sind vergangen. I believe in what we were trying to do. Ah, okay, das war's. Wirklich? That's it? Breaker. Breaker? Hm. Breaker! Okay. Dann war's das wohl. Gerade mal. So, Breed Software haben wir jetzt noch eine dazu bekommen, die wir verkaufen können. So, dann ist das fertig. Confront Surf in Apartment haben wir auch schon gemacht. Neon Lights. Wir müssen für alle Punkte Cheese Retriever, Calibrator, Colossus, I can find an Autobahn inside this underground casino in Cheese District. Temperature Cheese Retriever. Darf die Retriever. Got a lead on Prague's underground neon distribution network, a false front cleaning service by blah, 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 neon federal anyone, blah, 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 blah. So. Gucken, ob wir da jetzt weiterkommen können. Genau, mir ist auch gerade eingefallen. Ah, schön, ihr seid nicht mehr aggressiv, das ist gut. I'll mark all. Das Mädel, das wir hier in den Sewers gefunden haben, das leiderwegs von, den lieben Flying Turret Drones gekillt wird. Die Dame, über die haben wir was in dem Dings gelesen, in dem Pocket Secretary, genau. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Hast du noch was zu sagen? Richard can no longer persuade anyone of anything. The others are free of him now, just like you are. I'm not a model of separation. I questioned him, and then I'm not one of them anymore. But I'm not one of them. You were right to question him. The fact that you were able to at all when others couldn't says a lot about your strength of character. I became I again. Yep. Temporary signal failure led them to perceive me as a threat. I started thinking differently. I realized how there's two eyes in Visnik. That's when I figured it all out. It's a good thing you did. God knows how far this might have gone if Richard had been left unchecked. Yeah. How many others might have come and been persuaded to stay? We came to him because we didn't fit the so social schematic. Hounded by laws, hated by revolutions. He offered a way out. But there is no way out. Exile from exile is exile. You're out now, Visnik. There should be nothing more drawing you to this place, to him. You can go anywhere you want. You can do anything you want.
I want to be. I want to be. I am alone. Armer Kerl. Aber wir haben den ganzen Scheiß beendet und das ist auf jeden Fall was Gutes. So. Wir krümeln uns. Wir pissen uns auf jeden Fall hier aus den Abwasserkanälen. Die Sache ist gegessen. So. Jetzt ist so die Sache. Der nächste Punkt wäre, das ist eine Main Quest. Und hier haben wir Travel to bla 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 bla. Leider kein Quick Travel Kram, aber wir müssen. Ja, wie hieß der District nochmal? Davne. So. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich habe natürlich auch wieder vergessen, wie man sprintet. Das ist immer gut. Wir wollen dahin. Genau. Door of Perception. Side Mission Number Zero, wo wir uns dann halt um das ganze Neon-Problem, das Drogenproblem, was hier in der Ecke gibt, kümmern. Und ja, haben wir das erledigt. Da haben wir noch die Recalibration, mit der wir wahrscheinlich unseren Körper darauf treiben können, halt nicht überladen zu werden, so wie es aussieht. Ergo auch keine Fähigkeiten ausschalten müssen, wenn wir irgendwelche der neuen Augmentations nutzen wollen. So. Wir haben zwar nicht viel geschafft, diese Folge. Wir haben nur die eine Mission abgeschlossen, aber wenigstens etwas. In der nächsten geht es dann mit der nächsten weiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Bitte kommentieren, liken, subscriben, den ganzen Spaß. Ihr kennt das Spiel. Ich krümel mich. Und bis zur nächsten Folge.